Ja, moin. Neben mir der Bingo-Bär Michael Türnau. Klasse, dass Sie hier sind in Cuxhaven. Erstmal moin, moin. Ja, ich habe schon Abend hier verbracht und die gute Seeluft macht Hunger hier in Cuxhaven, muss man ja sagen. Aber das schmeckt hier auch ganz besonders gut, ne? Ja, war wunderbar. Toller Abend gewesen. Sie bezeichnen sich selber als Gaukler. Jetzt gaukeln Sie heute hier beim Kaufhaus Stolz in Cuxhaven ein wenig. Erzählen Sie mal ein bisschen, worum geht es hier ganz genau? Ja, Bingo feiert 20-jährigen Geburtstag in diesem Jahr und wir sind unterwegs durch all die Bundesländer, durch Rheinland-Pfalz, durch Mecklenburg-Vorpommern, durch Schleswig-Holstein, Hamburg und eben auch durch Niedersachsen. Und diesmal steht Cuxhaven hier auf unserer Agenda. Dieses Kaufhaus mittendrin im Zentrum ist ja wunderschön geworden, frisch neu eröffnet. Und mich hat unter anderem auch die Rutsche da begeistert. Man kann hier aus dem Parkhaus runterrutschen in die Verkaufsmall. Finde ich eine super Idee. Das passt leider nicht durch. Ja, ich wollte es auch sonst vorschlagen. Das wäre doch mal eine Sensation, wenn wir beide uns hier durchschlängeln. Ne? Aber ehrlich, ja. Herr Tonner, Sie haben selber früher, habe ich gelesen, auf Ihrer Homepage sehr viel Sport betrieben. Waren beim Fußball zum Beispiel Torhüter. Ne? Erzählen Sie mal ein bisschen, was war denn da so Ihr Verein? Also ich war eigentlich mehr vom Sport her Schwimmer. Aber Fußball habe ich immer aus Gaudi gespielt mit der NDR-Prominentenelf. Und da stand ich im Tor. Und ich stand nicht nur im Tor, ich hatte auch einen Künstler, einen Kampfnamen. Mein Name war Katze Türnau, weil ich das Tor immer wie ein Hecht, wie eine Katze, wie ein Gepard immer mit Sprüngen freihielt von gegnerischen Toren. Und Sprünge ist ja auch ein gutes Beispiel oder Stichwort. Sie haben früher sogar auch Basketball gespielt, was ja in Cuxhaven auch natürlich sehr hip ist, ne? Also Basketball habe ich in der Schule gespielt, aber ich bin großer Basketball-Fan, gucke gerne und bin öfter mal gar nicht so weit weg bei den EWE Baskets in Oldenburg. Klasse. Wie ist der Bezug, sage ich mal, heute zum Amateurfußball? Haben Sie da noch irgendeinen Draht hin oder interessieren Sie sich tatsächlich nur für den FC Bayern? Nein, ich komme natürlich nicht dazu, Spiele zu besuchen, weil wenn die spielen am Sonntag, habe ich meistens Probe oder Sendung. Aber Fußball ist heute gelebtes Integrieren von Menschen. Es gibt ganz viele Fußballvereine, die Menschen aus anderen Ländern integrieren. Über Sport funktioniert Integration in die Gesellschaft wunderbar. Ich finde es toll, dass die Amateursportvereine Jugendlichen eine Heimstätte bieten. Jemand, der auf dem Fußballplatz um Punkte und Tore und so kämpft, das ist niemand, der andere verprügelt. Und das hat einen großen integrativen Charakter, das hat eine ganz große gesellschaftliche Bedeutung, dieser Sport, damit Kinder sich wieder mehr bewegen, damit Kinder auch soziale Kontakte haben. Das geht halt beim Spielen an der Konsole nicht so gut, das geht im Fußballverein ganz besonders gut. Genau. Und unsere Fußballer von Rot-Weiß Cuxhaven spielen in der Bezirksliga hier, kämpfen gerade sehr stark gegen den Abstieg. Haben Sie da ein Auge drauf? Vermutlich nicht unbedingt, ne? Naja, es gibt ja bei dem Sender, bei dem ich arbeite, bei NDR 1 Niedersachsen, auch in die Amateurklassen runter den Ergebnisdienst. Immer da berichten wir schon drüber. Und also ich bin neutral als Reporter, aber Rot-Weiß Cuxhaven, ich drücke euch die Daumen und ich bin ja Bayern-Fan. Und wie hat Olli Kahn gesagt, weitermachen, nie aufgeben. Vielleicht klappt es ja noch. Ich drücke jedenfalls ganz fest die Daumen dafür. Genau, letzte Frage, ein kleiner Tipp vielleicht für das Spiel. Tabellen 12. ist Rot-Weiß gerade gegen den MTV Bokel. Geht es jetzt am Sonntag, die sind 9. in der Bezirksliga. Ihr Tipp? Also wenn ich tippen würde, dann wäre ich ja ein schlechter Bingo-Bär. Also ich tippe nie, weil ich tippe noch nicht mal Ergebnisse in der Bundesliga, weil ich da so oft daneben liege. Ich bin neutral, aber ich drücke euch trotzdem ganz fest die Daumen, weil ihr richtig sympathisch seid hier in Cuxhaven. Und das klappt schon, ihr bleibt in der Liga. Klasse, vielen Dank. Am Sonntag jetzt alle einschalten, um 17 Uhr geht es wieder los. Bingo 17 Uhr mit viel Geld im Pott, 800.000 Euro. Und ich werde euch allen zuzwinkern in Cuxhaven. Klasse, dann vielen, vielen Dank. Alles Gute auch für Ihre Sendung, ja? Ja, danke schön. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle schön einschaltet. Sonntag 17 Uhr, NDR 3. Passt ganz gut nach dem Fußballspiel. 15 Uhr ist Anpfiff bei uns. Natürlich.